Hallo und willkommen bei MacManiacs. Ich bin der Holger und heute stelle ich euch das Nuki 3.0 Pro vor. Das ist ein smartes Türschloss. Das habt ihr vielleicht schon bei MacManiacs gesehen, nämlich in der 2.0er Version. Da gibt es ein ausführliches Video. Und wie Nuki jetzt diese Version verbessert hat und kleine Details weiter noch besser gemacht hat, das erfahrt ihr im folgenden Video. Ja, zuallererst geht ein großes Dankeschön an Nuki, dass die mir dieses Testmuster für einige Wochen zur Verfügung gestellt haben, damit ich mich selbst davon überzeugen konnte, wie das Nuki 3.0 Pro verbessert wurde gegenüber dem 2.0er. Neu ist eben, wie gesagt, diese Pro-Variante. Früher gab es ja nur eine einzige Version, jetzt eben auch mit Pro. Es ist übrigens bereits 6 Jahre her, dass ich das originale Nuki bekommen hatte als Kickstarter-Campaign. Damals lief das, das hatte ich einige Jahre im Einsatz. 2 Jahre später kam das Nuki 2.0 raus und jetzt eben wieder einige Jahre später das 3.0 Pro Modell. Optisch hat sich zum Nuki 2.0 eigentlich nur sehr, sehr wenig geändert und beim Lieferumfang ist etwas weggekommen und etwas dazugekommen. Schauen wir uns den mal an. Wir haben zuallererst das Nuki 3.0 Pro. Das gibt es jetzt in den Farben Weiß, Standard und Schwarz. Früher war Schwarz die Standardfarbe. Ihr bekommt also dieses Türschloss, dann bekommt ihr noch das Nuki Power Pack dazu, das war früher extra zum Dazukaufen. Und was auch weiterhin dabei ist, sind natürlich die 2 Halteplatten. Kenner wissen, früher waren diese Halteplatten aus glänzendem Metall, jetzt ist es Kunststoff und auf meine Rückfrage, warum man Plastik verwendet statt Metall, hat es geheißen, dass das nachhaltiger ist als Metall und weniger Energie in der Herstellung benötigt. Ist ja schließlich auch kein Wegwerfprodukt, das soll ja viele, viele Jahre an eurer Tür kleben. Ihr seht auch hier, es gibt eine Klebevariante, es gibt eine Schraubvariante. Ich habe seit vielen Jahren nur die Klebevariante im Einsatz, da bei mir der Türzylinder nicht weit genug raussteht, dass ich das hier anschrauben könnte. Klebt bombig fest, absolut kein Thema. Mein Tipp für die Installation, kommen wir aber später dazu, alles gründlich mit Alkohol reinigen. Dann sollte auch nichts passieren und das Ding wirklich viele Jahre sicher an der Tür kleben. Ebenfalls mit dabei und mitgeliefert ist ein unglaublich langes Kabel. Ich denke, das geht sich jetzt auch so im Video aus. Ich schätze mal, das sind 50 cm, nicht nachgemessen. USB-C und auch ein nettes Detail, ihr habt auf beiden Seiten des Powerpacks unten einen USB-C-Stecker. Das heißt aber nicht, dass ihr das Ding mit Power Delivery aufladen könnt, was so einer der kleinen nervigen Nachteile ist, denn ihr könnt zum Aufladen wirklich nur ein ähnliches USB-C auf USB-A Kabel verwenden. In dem Moment, wo ihr USB-C auf USB-C verwendet, kann es passieren, dass das Powerpack einfach nicht lädt. Am besten einfach mit dem mitgelieferten Kabel aufladen. Ansonsten finden wir nur noch diesen kleinen Imbusschlüssel, der hier natürlich unausgepackt ist, weil, wie gesagt, diese Schraubhalteplatte ich nicht verwende. Das Nuki selbst hat frappierende Ähnlichkeit zum Vorgängermodell, aber wenn wir uns das mal hier anschauen, dann sehen wir, wir haben hier eher so gebürstetes Aluminium und hier ein gestrahltes Aluminium. Ansonsten gibt es ja auch kaum Unterschiede auf der Rückseite und auch auf der Unterseite sind die Dinger sehr ähnlich. Persönlich finde ich die weiße Version auch wesentlich schicker und passt vermutlich auch zu einem Großteil der Türen, die in Verwendung sind, wesentlich besser, denn die sind ja meistens nicht schwarz, sondern eher weiß, auf der Innenseite zumindest. Wenn ihr jetzt aber aufgepasst habt, dann ist euch ein Teil aufgefallen, das im Vergleich zu dieser Version bei der 3.0 Pro-Version fehlt und das ist ein Türsensor. Bei der 2.0er Version hat Nuki angefangen, einen kleinen Magneten mitzuliefern, der auf einer Seite eine Klebefläche hatte und den man dann quasi ungefähr hier neben Nuki an die Tür kleben konnte, an den Türstock kleben konnte und der Sensor hat dafür geführt, dass erkannt hätte werden sollen, ob die Tür geöffnet ist, angelehnt ist oder geschlossen ist. In meinem Fall mit dem Nuki 2.0 hat es absolut einwandfrei und jedes Mal funktioniert. Ich musste den nicht ständig neu kalibrieren. Anscheinend aber ist es einigen Kunden so gegangen, dass der Türsensor nicht optimal funktioniert hat und deswegen hat Nuki insofern nachgebessert, dass man jetzt einen separaten Türsensor bei Bedarf dazu kaufen kann. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, denn dieser Türsensor ist über Funk mit Nuki verbunden und muss nicht in irgendeiner Form oder eben mit irgendeinem speziellen Abstand zum Türschloss angebracht werden. Er hat selbst eine kleine Batterie eingebaut und kann vollkommen flexibel irgendwo an der Tür angebracht werden. Er ist nicht HomeKit-kompatibel, das heißt, der Türsensor selbst taucht nicht in HomeKit auf. Nuki natürlich ist auch schon seit Version 2.0 voll HomeKit-kompatibel mit kleinen Einschränkungen, aber da kommen wir dann später noch dazu. Gut, so viel zum Lieferumfang, aber was ist jetzt
der großartige Unterschied zwischen Nuki 3.0 und Nuki 3.0 Pro, das ihr jetzt hier im Video seht. Nun, die 3.0er Version hat kein Wi-Fi eingebaut. Das ist, finde ich, das Killer-Feature bei der Pro-Variante. Und es ist einfach unglaublich praktisch, dass ihr dieses kleine Teil hier nicht mehr benötigt für die Pro-Version. Das ist die Bridge. Die Bridge ist mit dem WLAN verbunden und stellt dann die Verbindung zu Nuki über Bluetooth her. Braucht ihr also beim Nuki 3.0 ohne Pro, da braucht ihr eine Bridge dazu, wenn ihr das Ding fernsteuern möchtet. Es kostet aber grundsätzlich auch nur 149 Euro. Diese Variante ist deutlich teurer, hat aber eben wirklich auch alle Features eingebaut. Es gibt aber natürlich genug Leute, die gar nicht den Bedarf haben, dass sie über Webinterface und Apps und solche Sachen von der Ferne auf die Haustür zugreifen müssen. Und für die reicht es vielleicht dann auch vollkommen aus, wenn sie einfach nur automatisch, wenn sie vor der Tür stehen, dann das Nuki aufsperren lassen oder direkt dann, wenn die App Bluetooth-Verbindung hat, mit dem Schloss über die App aufsperren möchten. Vielleicht reicht es vollkommen aus. Und es gibt natürlich auch nach wie vor das Nuki Keypad zu kaufen und das könnt ihr auch nach wie vor mit der normalen Version und der Pro-Version verbinden. Von daher ist die Pro-Version eben die Version, die alle Features beinhaltet, wo ihr Wi-Fi habt, wo ihr übers Web zugreifen könnt, wo ihr eben eine wesentlich bessere und schnellere Ansprechbarkeit des Türschlosses habt, wenn es mit dem WLAN verbunden ist. Klappt auch einwandfrei mit gemischten 2,4 und 5 GHz WLANs. Ist also eine sehr solide, feine Geschichte bei Nuki 3.0 Pro. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, bei der Pro-Variante könnt ihr zwischen Weiß und Schwarz wählen. Das Nicht-Pro-Modell ist immer nur in Weiß verfügbar. Es wird kein Nuki Powerpack mit der normalen Variante mitgeliefert. Da müsstet ihr zum Beispiel dann selbst eure Nickel-Metallhydrid-Akkus oder Lithium-Akkus oder normale alkaline Batterien reingeben. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich dann in Summe aufaddieren und dann den höheren Preis für die Pro-Variante durchaus rechtfertigen. Zu guter Letzt, um die Unterschiede festzuhalten zwischen Pro und Nicht-Pro, ist dieser Bereich hier beim Pro, wie gesagt, aus Metall, bei der Nicht-Pro-Variante aus Kunststoff. Also auch da wurde so ein kleiner Abstrich gemacht, da müsst ihr damit leben, wenn ihr eben deutlich weniger dafür bezahlen möchtet. Was dann für mich der eine Punkt war, der mir sofort ins Auge gesprungen war, das war die Lautstärke des Nuki 3.0 Pro, denn es ist deutlich leiser. Man muss aber hier vorsichtig sein, denn wie jemand ein Geräusch interpretiert und empfindet, ist von Person zu Person unterschiedlich. Manche Leute sind eben auf gewisse Frequenzen besonders empfindlich und empfinden dann vielleicht auch das Geräusch, das das Nuki 3.0 Pro macht, als nervig. Ich für meinen Teil fand es deutlich leiser als die 2.0er Version und da bin ich schon mal sehr zufrieden, dass das der Fall ist. Was übrigens nach wie vor auch passt, diese Halteplatten, ihr wundert euch vielleicht schon, ich habe sie ja im Einsatz gehabt, ich habe die alten Halteplatten vom 2.0er Nuki einfach weiterverwenden können. Finde ich sehr, sehr praktisch. Für mich war die Installation also quasi einfach nur das Ding nehmen, draufstecken und loslegen. Da finde ich es einfach gut, dass Nuki hier darauf achtet, dass diese ganzen Teile kompatibel miteinander sind. Theoretisch könnte ich natürlich auch das alte Powerpack verwenden, allerdings sieht es dann, wenn das hier unten aus dem Nuki rausschaut, etwas komisch aus, weil es ist eben doch die Elektronik hier unten drunter, noch so ein Stückchen, die rausguckt und das würde dann schlimm aussehen, wenn dann schwarzes Powerpack drinnen wäre. Das Design habe ich euch ja schon gezeigt vom Nuki 3.0 Pro, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist der Teil, der gedreht werden kann und wenn wir hier schauen, dann sehen wir, dieser Schlitz, da greift der Schlüssel rein und da wird der Schlüssel mit gedreht. Das ist eine feine Geschichte, weil es eben sehr einfach ist, weil euer Schlüssel in eurem Türschloss stecken bleiben kann. Ihr müsst eine Sicherheitsschließfunktion haben, das heißt, ihr müsst nicht, aber es ist sehr ratsam, dass quasi ihr von außen sperren können müsst, Sicherheitsfunktion nennt sich das, wenn innen ein Schlüssel steckt. Wenn es bei euch nicht so ist, würde ich euch nicht empfehlen, einen Nuki zu holen, denn dann habt ihr immer innen einen Schlüssel stecken und könntet von außen gar nicht mehr manuell sperren, wenn irgendwann doch irgendwas ausfallen sollte. Wie gesagt, ist eine sehr schlaue Konstruktion, hat sich auch seit Nuki 1.0 wenig verändert. Funktioniert aber absolut zuverlässig in der Praxis. Hier gibt es einen Knopf, den ihr drücken könnt. Der wird verwendet, um zum Beispiel das Pairing bei der Installation einzuleiten. Mittlerweile jetzt auch neu, dieser Ring kann auch Farben darstellen. Das heißt, wenn es zu einem Fehler beim Sperren kommt, dann blitzt es zum Beispiel in Rot. Finde ich sehr, sehr praktisch und wesentlich einleuchtender als früher nur der weiße Leuchtring, den Nuki hatte. Der zeigt euch übrigens dann auch im Betrieb einfach an, ob das Nuki jetzt zugesperrt ist oder aufgesperrt. Es blinkt immer oben kurz, wenn es aufgesperrt ist. Und wenn es eben nicht aufgesperrt ist, wenn es zugesperrt ist, deutsche Sprache, schwere Sprache, dann leuchtet er eben nicht. Das heißt, auch da weist euch Nuki immer darauf hin, in welchem Zustand sich die Tür befindet, auch wenn ihr nicht extra die App aufmacht.
Kommen wir dann vielleicht noch kurz zum Powerpack, dem Akku-Pack für Nukis. Es hat sich bewährt, das Ding so alle halben Jahre mal aufzuladen, in meinem speziellen Anwendungsfall. Wenn bei euch sehr viele Familienmitglieder ständig ein- und ausgehen, das heißt mehr Sperrvorgänge durchgeführt werden, oder wenn ihr oft die Tür öffnet und dazu Nuki den Schlüssel drehen lässt, dann hält es natürlich weniger lang. Aber wie gesagt, einfach hier mit USB-C auf USB-A anstecken und aufladen, dauert ein paar Stunden, am besten über Nacht, und dann ist es wieder für viele Monate im Einsatz. Klappt also wirklich einwandfrei in der Praxis. Ich bin sehr froh, dass sie dieses Powerpack geliefert haben. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es Lithium-Ionen-Zellen wären, aber naja, Nickel-Metall-Hybrid tut es auch, und wenn die Ladeelektronik gut ist, dann halten auch Nickel-Metall-Hybrid-Akkus sehr, sehr lange. Ich würde es jedem empfehlen, auch wenn ihr das günstigere Nuki 3.0 ohne Pro holt, dass ihr auf jeden Fall das Powerpack dazu nehmt. Es ist einfach wirklich, wirklich praktisch, da nicht ständig Batterien vorhalten zu müssen. Was ja sonst auch immer ein großes Thema ist in meinen Reviews, ist die Installation der Produkte. Wie gesagt, die Halteplatte, muss ich euch nicht viel dazu sagen, macht alles sauber, klickt Nuki ein und es ist installiert. Und ansonsten habt ihr im Prinzip nur mehr dann die Softwareinstallation. Die Nuki App schauen wir uns gleich im Detail noch an, aber insgesamt ist die Installation sehr, sehr einfach. Die verläuft einfach in einer Art, wo ihr Punkt für Punkt eine Liste abarbeitet. Zum Schluss könnt ihr noch eine Garantie abschließen mit Nuki, wo ihr dann zum Beispiel auch so einen Sofortaustausch erhaltet. Kann man machen. Meine Nukis haben bis jetzt alle einwandfrei viele Jahre funktioniert. Aber wer natürlich beim Türschloss auf Nummer sicher gehen will, kann auch bei Nuki so eine extra Garantie abschließen, direkt in der App. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Fazit kommen, schauen wir uns auch ganz kurz die Nuki App an und wie die so funktioniert. Ja, die Nuki App. Dieses schwarze Symbol mit dem weißen Kreis ist die Nuki App, und die sieht dann so aus und ist ohne Zweifel eine der dunkelsten Apps, die ihr da draußen vermutlich finden werdet. Ihr seht aber auf den ersten Blick bei eurem Smart Lock, dass es in diesem Fall aufgesperrt ist, wie es heißt, ob die Tür geschlossen ist oder nicht. Das heißt, ihr habt ja auch einen unterschiedlichen Status, wenn zum Beispiel der Türsensor meldet, die Tür ist offen, kann natürlich der Regel trotzdem gesperrt sein, und dann wäre es eher unklug, die Tür zuzumachen, weil dann ist der Riegel im Weg. Grundsätzlich könnt ihr Swipe Actions machen, das heißt, ihr könnt jetzt hier wischen, das könnt ihr einstellen, so zum Beispiel sperrt das Türschloss zu, und wenn es jetzt zugesperrt ist und es ist als intelligente Geste gekennzeichnet, dann wird jetzt hier der nächste Schritt sein, Tür öffnen, weil eben jetzt zugesperrt ist, und das vermutlich das Wahrscheinlichste, das ich machen will. Ihr könnt hier auf der Seite auch Favoriten verwalten, eine Übersicht darstellen lassen, zum Beispiel von dem alten und dem neuen Nuki. Ihr könnt Geräte hinzufügen oder auch Einladungscodes erstellen. Wenn ihr das Nuki konfigurieren möchtet, geht ihr hier drauf auf Einstellungen und seht trotzdem nochmals hier die Option, die Tür zu öffnen oder zuzusperren. Wenn ihr versucht, die Tür zu öffnen und ihr seid gerade nicht zu Hause, dann bekommt ihr eine Warnmeldung: Achtung, du bist nicht zu Hause, möchtest du tatsächlich die Tür öffnen. Wenn wir jetzt also mal in die Einstellungen schauen, dann haben wir das jetzt hier in dieser Nuki-App, die etwas aktualisiert wurde, etwas übersichtlicher aufgelistet, eben Funktionen und Konfiguration, Protokoll, Verbindungsstatus und so weiter. Bei Funktionen und Konfiguration wird eine zuvor definierte PIN, die könnt ihr selbst frei vergeben, abgerufen, die könnt ihr speichern oder auch nicht. Ihr seht hier die Care and Protect Garantie Plus, könnte ich theoretisch noch abschließen, habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Ihr seht die Punkte der Checkliste, die ihr bereits abgeschlossen habt während der Installation. Ihr könnt den Namen ändern, ihr könnt das WLAN ändern, ihr könnt den Standort definieren oder andere Einstellungssachen hier festlegen. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, dass zu gewissen Zeiten auf- und zugesperrt wird automatisch. Das ist sehr, sehr fein. Auch den Batterieladezustand könnt ihr jederzeit hier in der App abrufen. Und ihr könnt, wenn ihr der Meinung seid, dass die Batterieladung schlecht erkannt wird, auch jederzeit sagen, ihr möchtet zum Beispiel manuell festlegen, welche Batterien in eurem Nuki eingesetzt werden. Firmware-Aktualisierungen könnt ihr hier suchen, macht das Smart Lock in der Regel aber auch vollautomatisch. Und ansonsten ist das alles relativ selbsterklärend. Allerdings sollte man sich schon damit befassen, damit man tatsächlich auch versteht, wie das Ganze funktioniert. Hier jetzt zum Beispiel seht ihr, dass das Smart Lock mit dem Server über Wi-Fi verbunden ist, aber eben nicht über Bluetooth, ich bin zu weit weg. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit diese Swipe Actions anpassen, eben zusperren oder intelligent. Ich habe im Alltag allerdings die Swipe-Gesten abgeschaltet. Das ist mir irgendwie zu unsicher, falls doch mal das Handy entsperrt in der Hosentasche herumkugelt. Da fühle ich mich nicht wohl dabei.
Was aber zu guter Letzt noch sehr praktisch ist, ist diese Smart Action Center Funktion. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sagen, soll mein Nuki automatisch aufsperren, wenn ich mich der Haustür nähere, und wenn dem so ist, soll es dann zum Beispiel auch automatisch wieder zusperren. Das ist sehr, sehr fein. Ihr könnt auch Smart Notifications erhalten und ihr könnt auch Smart Warnings einschalten, wenn ihr das möchtet. Das ist alles sehr gut gelöst und insgesamt kommt man mit der Nuki App auch sehr gut zurecht. Ja, und das war es auch schon wieder. Wir kommen zum Fazit der Nuki 3.0 Pro Review. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, wenn dem so ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bei Fragen schreibt es natürlich gerne unter dem Video in die Kommentarfunktion. Nuki 3.0 Pro. Ein durchaus schickes Smart Lock, wenn auch nicht das kompakteste, aber irgendwo muss die ganze Technik hier rein. Ich habe es tituliert, es ist eine Evolution, es ist keine Revolution. Das Nuki 2.0 tut im Prinzip die gleichen Dinge wie das 3.0er Nuki. Das 3.0er macht es aber etwas besser. Es ist etwas hochwertiger in der Pro-Version durch dieses gebürstete Metall. Es hat Farb-LEDs eingebaut, das Powerpack wird mitgeliefert und Wi-Fi macht einem das Leben leichter und man braucht keine Bridge mehr. Ansonsten, die Basisfunktionen sind die gleichen, die wir davor kannten. Es ist nach wie vor ein HomeKit eingebunden. Ihr könnt es direkt in der Installation anhaken und dann wird es eingebaut in HomeKit. Ihr könnt es damit auch steuern, allerdings mit der Ausnahme, wenn ihr öffnen sagt oder aufsperren sagt, geht die Tür immer auf. Also HomeKit versteht nicht den Unterschied zwischen aufsperren und Tür öffnen. Das ist nach wie vor schade, ist aber Stand der Dinge. Und ansonsten könnt ihr im Prinzip natürlich auch der Tante von Amazon oder der Tante von Google die Sachen auftragen, die Tür zu öffnen oder eben auch zuzusperren. Das ist also alles, was Nuki kann. WLAN ist inklusive. Ich finde es eine sehr, sehr feine Sache und aber speziell auch, dass es eben eine Version ohne Pro gibt für die Leute, die tatsächlich nur ein Türschloss haben wollen. Ich gehe davon aus, dass das Ding sehr hochwertig ist und auch in vielen Jahren noch einwandfrei funktionieren wird. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von der Nuki 3.0 Pro Review und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao, ciao.